Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Stardew Valley bei Looking Glass LP und wir reden gerade mit Sammy Whammy, der uns nichts weiter zu erzählen hat. Mach's gut. Ja, danke Sam, du machst auch gut. Du alter Haudegen. Wir wollen jetzt unsere Fischis verkaufen. Das ist besonders wichtig. Fische, Fische, Fische. Wir verkaufen Fische. Bam, bam, bam. Denn sonst will die ollen Dinger ja auch keiner haben. Hier ist auch nichts reif. So, eine Muschel rein. Moment, die holen wir uns wieder raus. Aber. Gut, die kann ich mal reintun und das kann ich reintun. Okay. Und jetzt muss ich nämlich mal nachgucken, ob wir überhaupt Muscheln haben, weil die brauchen wir ja fürs Bundle. Oh, rein. Rein. Ich kann einen Riegel, einen Energieriegel kann ich machen. Hau die Wand ein. Hau die Wand an, hau die Wand ein, wie auch immer. Craften. Riegel. Bam. Ich weiß halt, was gut ist. Ich gucke noch mal ganz kurz rum, ob wir vielleicht noch irgendwo ein paar Früchte des Waldes finden. Ah, geh mir aus dem Weg. Ob ich das hier alles kaputt schlagen werde. Warum? Weil ich es will. Pluck. Und so, liebe Kinder, findet man spontan einen Löwenzahn. Das hat sich auch noch gereimt. Richtig, gießen! Fuck! Ja, der B Löwenzahn wird jetzt hart verputzt. Klack. Und der auch. Weil wir haben nämlich noch gar nicht zu Ende gegossen. Oh Mann, das Gießen echt so viel verbraucht, so ein Mist. So. Jetzt können wir schlafen. Gute Nacht. Das war unser Tag 9 und wir erhalten 80 Gold für ein bisschen Fisch. Wir vernähren uns hier so ein bisschen von der Hand in den Mund. Das ist ein bisschen traurig. Bisschen was mehr umgestellt. Blütenzauber. Oh. Wie schön. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ah, ist das nicht wundervoll? Blütenzauber. Pastinate! Pastinate! Ah, Tag 9, wir müssen Bohnen kaufen. Die brauche ich noch fürs Bundle. Und ich glaube, da oben sind Kartoffeln reif. Aber dass man den Dünger aus Öl machen kann, da hätte ich auch echt mal eher drauf kommen können, nicht kleiner Vollhorst. Ist das Wasser fair? Ist das Wasser leer, fällt das Gießen schwer. Also Bescheid. Ich glaube, im Sommer wird die Ernte ein bisschen fetter. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Inventar voll. Oh, komm. Nicht immer diesen Unsinn machen. Klack. 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 Gut. Davon dürfen wir jetzt wieder welche einsetzen. Nein. Hä? Ja, Leute, ich dachte, Kartoffeln kann man. Okay, kann man nicht.
Ich dachte, die kann man einfach wieder eiskalt in die Erde einsetzen. Aber da habe ich wohl einen fatalen Fehler gemacht. Das werde ich mir nie verzeihen. So. Ich bin übrigens von jedem begeistert, der sich dieses Schwachsinnsgelaber von mir tatsächlich... ein Buch. Ah. Ein Buch für die Bibliothek. Der sich mein Gelaber tatsächlich die ganze Zeit reinzieht. Dim-dim-dim-dim-dim-dim-dim. Ab in das Bundle. Dim-dim. Bisschen frisches Gemüse. Tut gut. Yeah. Und da unten ist schon die nächste Blume, die ich mir sammeln werde. Ich glaube, Nee. Das war hier unten. Exotik. Gut, das war bloß der Scheiß, den man draußen findet. Unter anderem Holz. Verrückt. Oh, perfekt. Eine Kartoffel. Eine Pastinate. Perfekt. Jetzt gehen wir schnell Bohnen sammeln. Denn Bohnen werden sich lohnen. Sagt ein altes keltisches Sprichwort. Eins. Oh nein, Mittwoch hat der Laden zu. Oh, lecco mio. Und ich wette, es ist im Jojo nicht zu bezahlen. Ich finde es übrigens sehr schwachsinnig. Also, nicht schwachsinnig in dem Sinne, aber vom Prinzip her, dass der Jojo-Markt, was ein Discounter ist, teurer ist als der Tante-Emma-Laden. Macht für mich nicht wirklich viel Sinn. Bohne! Bohne! Eine Bohne können wir anpflanzen. Bohne, 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 Bohne. Hat er etwa jemand das Gronkh-Lied gesungen? Ja. Warum? Weil es gut ins Ohr geht. So, gucken wir mal. Harry! 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 Vergiss nicht, dir die Hände vorzuhalten, wenn du niest. Und denke daran, dir danach die Hände zu waschen. Ach, Harry. Ohne deine täglichen Tipps wäre ich aufgeschmissen. Und wir sind, Moment, ein Herz, Freunde. Und ich kann dir diese Woche keine Geschenke mehr machen. Das ist schade. Aber da kann ich dir wieder Geschenke machen. Perfekt. Denn ich will dich heiraten, Harry. Heiraten. Ich frag mich, ob es noch irgendwie andere Möglichkeiten gibt, andere Leute, also, ne, Leute von sich zu überzeugen. Außer das. Weil... Erstens kann ich nicht die ganze Zeit rumlatschen und Leuten irgendwelche Geschenke geben. Welche Arm? Plack. Mach das nicht. Ich habe jetzt kurz überlegt. Ich weiß nicht warum. Eine Bohne. Eine gewässerte Bohne. Haben wir noch Zeit? Ja! Jetzt geht's in die Mine, Leute! In die Mine! Ach so, nee, es lohnt sich ja gar nicht bei meinem Energieding. Ah, schnarch, schnarch. Kohle. Stein, Stein. Stein. Die spannende Welt des Abarbeitens von... Naja. Nein, eben. Was willst du dazu noch mehr sagen? Klock, klock, klock. Mach hier erstmal ein bisschen klar Schiff. Um unser schönes Gewächshäuschen. Weil das wird wunderschön. Hier werden wir einen edlen Garten erstellen. Hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Fort mit dir, Baum. Dich brauche keiner. Und ich kann neuen Dünger herstellen. Sehr schön.
Wie wär's, wenn du das Harz nicht isst? Wie hau ich denn das weg? Weghauen! Leute, weghauen! Ah. Gut, dann räume ich halt weiter den Garten auf. Klack, 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 klack. Ich glaube übrigens nicht, dass es sich lohnen würde, Holz zu verkaufen. Aber sicher bin ich mir da nicht. Oh, jetzt hat es uns wieder erwischt. Low Motion. Zack. Hopp. Hopp. So, ein Riegel der Kraft. Hopp. Putzen. Nee, putzen. Au. Jetzt geht's uns wesentlich besser. Auf geht's, neues Abenteuer. Yeah, yeah. Baum. Ich fäll einen Baum. Stirbbaum. Frische Eichel. Block. Block. Aber wegen diesem Energiezeug muss ich mir echt mal was einfallen lassen. Oh. Vielleicht sollte ich mir demnächst einfach mal so Stardew Valley Anfänger-Tipps durchlesen. Das könnte von Vorteil sein. Zack. Zack. Nee, hab ich ja jetzt gar nicht eingesackt. Eingesammelt. Weg mit Stein, weg mit Holz. Ich glaube, ich habe langsam genug Holz. Ah nee, 400 Holz brauchte ich, glaube ich. Ich weiß es nicht. So viel Verantwortung, keine Ahnung. Wie viel brauche ich eigentlich für einen Hochofen? 20 Kupfer. Dauert nur ein Stück. Minimal. Ach so, richtig Dünger wollte ich herstellen. Klack, 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 klack. Klack, klack. Und den können wir jetzt gleich wieder wegräumen. Ach, ich liebe Ordnung. Ich weiß nicht genau, warum der jetzt in Ruhe 2 rumliegt, aber wie wär's, wenn wir einfach nicht alles hinterfragen? Manche Dinge haben ihre Ordnung. Was ist das? Ich will es wissen. Hol es aus der Erde. Nee? Ich glaube, ich hab's wieder geschafft. Los! Wir können uns wieder einen einzigen Riegel machen. Yay. Können wir nicht. Weil ich keine Zapfen habe. Och. Ja, macht jetzt keinen Sinn. Ich kann jetzt schlafen gehen. Der ist fertig mit der Welt. Nachti, Nachti. Krieg ich mal richtiges Erntegeld. Gut, ich würde das jetzt vielleicht nicht gerade als richtiges Erntegeld bezeichnen. Ich werde mich dann, glaube ich, erstmal dumm und dusselig an Kartoffeln kaufen. Der Pastinate. Feine Sache. Oh, und wir haben wieder nicht wirklich viel Energie. Regeneriert. So, was warten vor uns? Lasst uns mal überlegen. Ich glaube, das Rührei war recht günstig. War noch irgendwas erwähnenswert günstig? Ich habe Post. Post für mich. Verschwunden. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bringe sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schöne, schwere Zeit ohne sie. Wer auch immer sie findet, kriegt 250 Gold, Robin. Ja, super Mist.
Ich wusste tatsächlich mal, wo dieses sinnlose Ding rumlag. Oh, kein Wasser mehr. Bin mir nicht mehr sicher, lag das auf unserem Hof rum oder unten? Tada! Alles brav eingewässert. Okay. Jetzt ist die Frage, wo ist Robins Axt? Weil das Money können wir gut gebrauchen für einen kleinen Lunch. Und wo waren die? Ah, ich weiß, wo sie war. Sie war unten bei den Frühlingszwiebeln. Oder? Doch, ich glaube, die lag hier irgendwo rum. Frühlingszwiebeln. Ah, frische Frühlingszwiebeln. Fantastisch. Ah, ich hätte wetten können, dass die hier irgendwo ist. Hier ist keine Robin-Axt. Spannende Ostersuche. Ich krieg einen Hals. Wo hat die Frau ihre Axt liegen lassen? Bin ich deine Mutter oder was? Dass ich dir die Sachen hinterher trage. Ich wetten können, dass sie bei den Frühlingszwiebeln sind. Ehrlich. Ist. Das ist eine Axt. Also ist sie, nicht sind sie. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Oh, Robin Angst, Robin Angst. Oh, der sieht doch irgendwo bei uns auf dem Hof. Ach, geh. Oh, ich kann euch übrigens mal, wenn wir einmal hier sind, mal den neuen Zauberer zeigen, den ich reingemoddet habe. Der ist so cute. Mach mal auf hier. Seht ihr den? Tada! Er sieht doch cool aus. Zauberer. Es ranken sich viele Mythen um uns. Du musst geduldig sein, wenn du wünschst, sie alle zu entdecken. Wow, das... Ja. Danke, Zauberer. Puh, es stinkt. Oh. Warum ist es verschlossen? Ich will in die Kanalisation und sie erkunden. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther, der Mann, dem das Museum, der das Museum leitet, warum denkst du, dass er ihn hat? Ich habe mal einen großen alten rostigen Schlüssel an seiner Tasche gesehen. In einer gruseligen Kanalluke wie dieser kann nur ein großes... Was? Kann nur ein großer, alter, rostiger Schlüssel passen. Bestechende Logik. Jetzt werden sie beide weggenascht. Nee, gerade noch mal entkommen. Irgendwas darin bewegt sich. Oh je, jetzt werden wir weggenascht. Alter, die hätten uns eiskalt zurückgelassen, wenn es uns jetzt erwischt hätte. Hies. Oh, das war ein Häschen. So, ich erspare uns jetzt mal hier weiteres Suchen. Ich werde mal ganz kurz gucken, ob das nicht irgendwie funktioniert.
Upp. Das ist wieder das kleine Mädchen. Moment, Meerrettich, meine. So. Hier hängt alles. Wenn hier alles stehen bleibt, wundert euch nicht. Das ist einfach nur, weil ich mal aus dem Bildschirm raus switche. Und der Bildschirm das nicht cool findet, weil ich gucke nämlich jetzt nach Stardew Valley und Robin Axt. Ja, ja, es gibt genügend, Robin. Es gibt genügend Leute, die sagen würden, sie hätten es durch Zufall rausgefunden, aber so einen Arsch bin ich nicht. Ich gebe ganz offen und ehrlich zu, dass ich nicht weiß, wo Robins Axt ist. Und sie ist. Aha. Ja, aber da habe ich doch gesucht. Hey Leute, ich bin doch nicht wahnsinnig. Genau hier unten war ich doch. Und hier ist jetzt irgendwo Robins Axt. Hä? Muss ich irgendwie das nochmal... Erkunde die Mine, Tiere. Hey, hier irgendwo muss Robins Axt sein. Ja. Also sie würde hier liegen, wenn sie hier liegen würde. Tut sie aber nicht. Ja, das hier ist genau die Stelle, an der Robins Axt liegen würde. So ein Scheiß. Ah, ich hätte bestimmt auf Annehmen drücken müssen, oder? Ist das so ein Ding? Und dann erst erscheint die Axt da unten. Oh, tut mir leid. Wir sind jetzt auch schon bei 22 Minuten. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal ein Päuschen für uns kleine Schätzchen, damit wir uns von diesem Schock erholen können. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Stardew Valley. Und ich werde die Axt mal offline, offset, wie auch immer, aufholen. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Ach so, beinahe vergessen. Sorry. Habt noch eine angenehme Woche. Sonnig soll sie sein. Passt auf euch auf. Gönnt euch auch mal was Gutes. Und bis dahin. Tschüss.